So Leute, hallo und willkommen hier bei Back to Basics 2015 Grease mit Lara Croft, Tomb Raider, ja, Path to Olymp. Unser Weg zum Olymp. Azuka, hi, danke für den Host. Hey, wie geht's dir? Hoffe, ist alles okay. So, und übrigens, hey, Tom, hi. Wow, also das Level hat's echt in sich gehabt. Master Tom, ja. Das war, hast du... Echt, da kann man in schwitzen. Das kann man. Ich weiß nicht, ob ich es mir selber zutrauen würde, aber du hast es gemeistert. Congratulations dafür. Wirklich sehr gut gemacht. Danke für den Host. So, ups. Ich hoffe, dass wir jetzt hier einigermaßen weiterkommen. So, wo haben wir denn letztes Mal aufgehört? Es sieht hier aus. 50, Stelle 50, okay. So, jetzt schaue ich mal. Ah ja, ich glaube, wir sind da aus dem, aus dieser Halle rausgegangen, wo wir hin und her umhergeirrt sind und haben festgestellt, dass wir wahrscheinlich noch nicht, alles haben, was wir bräuchten. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt ja gar nicht, was hier Sache ist oder wie ich hier vorangehen muss. Okay, gut, da hatten wir ja dieses Rätsel mit diesem Waterskin und bla bla bla. Das haben wir ja gelöst. Und ja, jetzt schaue ich mal, was hier noch alles machbar ist. So, ups, okay. Also ich habe gesehen, da unten liegt Munition oder irgendwie sowas. Ah ja, genau. Also scheint es da unten auch einen Weg zu geben. Und die Kamera hat auch dahin gedeutet. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier alles machbar ist. Auf jeden Fall müssen wir da vorne diese Räder da zum Arbeiten bringen. Und dafür fehlen uns, glaube ich, noch ganze zwei Stück. Lasst mich mal schauen. Richtig, ja. Uns fehlen zwei Stück. Also nichts wie auf der Suche machen. Bloß wo ich jetzt suchen soll, das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und somit, ja, werde ich jetzt hier ein bisschen herumjumpen. Wie gesagt, da unten sehe ich, sieht es danach aus, als ob was machbar ist. Inwiefern, weiß ich es nicht. Schauen wir mal, wie man da hinkommt. Denn da liegt auch Munition oder sowas. Ich schätze, von hier wird das nichts werden. Nein, aber von da vorne vielleicht. Oder? Oh, nein, nein. Ach du Scheiße. Naja, egal. Eine Sekunde Unvorsichtigkeit und Lara ist dead. Aber was soll's. So, wir schauen mal. Da unten steht Poseidon. Das ist der Gott der Meere. Und da ist... Ah, da kann man wahrscheinlich irgendwie rein. Klettern, da unter dem Zahnrad. Was meinst du damit? Du machst das schon, Pano? Meinst du hier, dass ich jetzt hier irgendwie einen Ausweg finde? Das sieht zwar recht hoffnungslos aus, aber mir bleibt hier nichts anderes übrig. Ich muss hier irgendwie durch. So, jetzt warte ich mal. Ah ja, richtig. Das war hier die Halle mit diesen komischen Gefässern und so weiter. Gefässern, ja. Oh, das war doch knapp. Ui. Ah, da unten. Nee, das sind Krüge. Da ist... Aber ich glaube, da kann man runterklettern. Hey, Caro, hi. Hey, schön, dass du zuschaltest. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Du hast Tom Stream vorhin verpasst. Hättest du sehen müssen. Richtig hartes Level. Wow. So, ich bin allerdings hier auch auf der Suche und... Moment mal, vielleicht kann ich da loslassen, wobei ich glaube, das ist zu hoch. Weil da unten scheint es, dass man irgendwie greifen kann.
die Zahnräder finden. Ja, ich hoffe, muss ich ja wohl. Bloß wie, das ist jetzt natürlich eine andere Frage. Also da, uns fehlen zwei Stück. Eins, zwei, ja genau. So. Du, bei mir alles okay, kann ich klagen, bestens, danke. Hab zwar ein bisschen Halsschmerzen, ich hoffe nicht, dass das irgendwie was wird. Aber dann schauen wir mal einfach. Okay. Also ich versuche jetzt hier irgendwie runterzukommen. Ich weiß zwar jetzt erstmal nicht wie. Ah, da sieht es aus, als ob man drunter kann. Dann schauen wir mal, vielleicht geht's von hier. Weil da ist ein Schlitz in der Wand drin. Ja genau, und da zeigt auch die Kamera hin. Zack, Geräusche. Zack. Zack. Und da sind wir. Super. Danke, danke schön, danke dir. Wie gesagt, ich hoffe es... Bleibt nur dabei bei den Halsschmerzen oder vergeht, das wäre am besten. So, jetzt schauen wir mal. Zahnräder, Zahnräder, wo seid ihr denn? Also hier müsste oder sollte ich eigentlich auch durch. Weil da ist ein Hebel. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo hier welche Hebel betätigen, um irgendwelche Türen noch zu öffnen.